Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Wir beschäftigen uns mit dem Sommerwetter in dieser Woche, gucken auch so ein bisschen auf die paar kleinen Einschränkungen, auf die Schönheitsfehler beim Wetter und schauen auch mal, wie stabil jetzt unser Sommerhoch ist und wann es eventuell schon mal die ersten Gewitter geben kann. Ja, fangen wir mit dem heutigen Montag an. Da ist es so, da gibt es noch nicht überall den strahlenden Sonnenschein. Das schlappe Front zieht noch über uns hinweg, bringt am heutigen Vormittag in der Landesmitte noch mal dichtere Wolkenfelder. Kann es auch schon mal den ersten Schauer geben oder ein bisschen regnen, speziell so von Thüringen bis nach Baden-Württemberg. Im äußersten Osten scheint noch die Sonne und es ist trocken. Und auch im Westen, da ist das Ganze schon durch, da hat es in der Nacht ein paar Tropfen gegeben. Da lockern die Wolken schon wieder auf und es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Ja, zum Nachmittag kommt das Ganze dann ein bisschen weiter nach Osten voran. Dann gibt es auch im Osten mal dichtere Wolkenfelder. So von Brandenburg bis zur Ostsee bleibt es wahrscheinlich trocken. So von Thüringen, Sachsen bis in den Süden des Landes, wo wir so noch die feuchtere Luft haben, da gibt es mal einzelne Schauer, eventuell an der Grenze zur Schweiz auch mal ein kurzes Gewitter. Im Westen des Landes gibt es dann einen freundlichen Mix aus Sonne und flachen Quellwolken. Ja, die Höchsttemperaturen, tja, an den Küsten meist so um die 20 Grad, sonst recht angenehme 22 bis 26 Grad. Ja, wie geht es weiter im Laufe der Woche? Wir haben das Sommerhoch angesprochen. Wir gucken mal auf die Bodenwetterkarte vom kommenden Mittwoch. Da sehen wir das Hochdruckgebiet, dieses größere Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, beziehungsweise es verlagert sich dann im weiteren Verlauf in Richtung Südskandinavien. Dann haben wir noch ein Tief bei Island. Ja, und wenn Hoch und Tief so liegen, dann haben wir eigentlich eine südliche, südwestliche Strömung und entsprechend warme, ja, Sommerluft kommt dann in dieser Jahreszeit nach Mitteleuropa. Ein Tief um uns herum sehen wir erstmal nicht. Wenn wir uns aber dann mal die Höhenwetterkarte angucken, da sehen wir auch diesen Höhenkeil von Nordafrika, Spanien, Frankreich bis nach Skandinavien. Auch das Tief ist in höheren Atmosphärenschichten wieder ausgeprägt. Dann sehen wir aber auch ein kleines Höhentief über, ja, Slowakei, Ungarn, Österreich. Ja, das wird jetzt, ich habe es gestern schon erwähnt, so ein bisschen im weiteren Verlauf der Woche den äußersten Osten und Südosten des Landes beeinflussen. Ja, und das schauen wir uns auch mal auf den Wetterkarten für Dienstag und Mittwoch an. Am Dienstag merkt man noch nicht allzu viel von diesem Höhentief. Da gibt es höchstens mal dann so zum Nachmittag und Abend Richtung Lausitz ein paar dichtere Wolkenfelder und da kann es dann am Abend hier mal ein paar Regentropfen geben. Im großen Rest gibt es sonniges Sommerwetter mit wenigen Wolken, oft strahlend blauen Himmel. Zum Nachmittag im Süden des Landes mal ein paar harmlose Quellwolken. Temperaturen entsprechend an den Küsten so um die 20 Grad, da ändert sich noch nicht allzu viel. Ansonsten schon mal noch ein paar Grad mehr mit 24 bis 29 Grad. Am Mittwoch ist dann der Einfluss dieses Höhentiefs schon ein bisschen größer im Osten und Südosten des Landes. Da gibt es mal ein paar dichtere Wolkenfelder und so von Sachsen bis in den Südosten Bayerns. Da kann es auch mal einen kurzen Schauer geben, eventuell an der Grenze zu Österreich. Zum Nachmittag und Abend auch mal ein kurzes Gewitter. In Richtung Westen und Nordwesten, da ändert sich wenig an dem sonnigen Sommerwetter. Temperaturen legen sogar noch mal ein, zwei Grad zu und erreichen so bis zu 30 Grad am Rhein. Kühler bleibt es dann im Südosten und Osten unter den dichteren Wolken. Tja, wie geht es weiter im Verlauf der weiteren Woche? Wir gucken mal auf einen 14-Tage-Trend. Ich habe mich für Bonn entschieden. Das ist noch die Berechnung von gestern Abend. Ihr kennt das schon. Heute 10.30 Uhr, 11 Uhr gibt es eine Aktualisierung. Am Donnerstag und Freitag gibt es weiterhin dieses Höhentief über, ja, über dem Südosten des Landes. Da kann es dann auch noch weiterhin mal Schauer oder auch einzelne Gewitter geben. In Bonn merkt man natürlich im Westen erstmal wenig davon, aber auch hier lässt der Hochdruckeinfluss so langsam nach und die Luft wird etwas feuchter werden. Die Lage oder die südliche Strömung steigt sich noch etwas auf. Tja, und zum kommenden Wochenende könnte noch etwas heißere, tja, und dann aber auch labilere Luft nach Deutschland kommen. Und da sehen wir auch hier im 14-Tage-Trend, der Unsicherheitsbereich wird wahrscheinlich zunehmen. Aber wir sehen auch, dass die Temperaturen noch etwas ansteigen. Aber es dann zum Samstag, Sonntag durchaus auch mal das ein oder andere kräftige Gewitter in dieser feuchten, labilen Luftmasse geben kann. Örtlich auch mit Unwetterpotenzial. Wo das Ganze passiert, kann man noch nicht sagen. Wir haben heute Montag. Da schauen wir natürlich im Laufe der neuen Woche weiter drauf und werden euch entsprechende Aktualisierung geben. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start und einen guten Start in der Woche. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ciao.